Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Dungeons 3 in einer neuen Aufnahmesession im neuen Jahr und wünsche euch allen da draußen nochmal ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen und habt vor allem ein gesundes neues Jahr. Wir waren zurück hier bei das Ende von Burger's End. Ja, Geschichte hatten wir zuletzt nochmal gehört gehabt in der letzten Folge. Ich würde sagen, jetzt starten wir mal rein und gucken uns mal an, was diese Mission zu bieten hat. Burger's End. Natürlich auch das Ganze wieder in einem Live-Let's Play auf Twitch. Falls ihr euch wundert, wenn ich mit jemandem rede, dann rede ich nicht mit mir selbst, wie man es halt als YouTube... mein Gott, reden fällt mir sowieso schon schwer. Dann fällt mir... Dann rede ich nicht mit mir selbst, sondern mit dem Chat auf Twitch, mein Gott. Talia und die Armeen des alles verspeisenden Bösen hatten die Minen von Stahlschmiede hinter sich gelassen, fernab von Thanos und seinen Schergen. Die Tunnel brachten sie ganz in die Nähe der Stadt Burger's End, im Hinterland des Reiches. Burger's End war bekannt für seine gefräßigen Helden. Genauer gesagt war deren Appetit legen, warte, es kommt gleich, der. Sie stopften so viel in sich hinein, dass die Stadt mehrmals täglich mit Essen aus dem Umland beliefert werden musste. Wahre Geschichte. Mit diesen Vielfraßen werden wir doch spielend fertig. Los, Kreaturen des abartigen Bösen. Macht diese Gourmands alle! Dieser überstürzte Angriff war keine gute Idee, wie die Kreaturen des sie verheizenden Bösen allzu schnell erfahren mussten. Denn diese gut genährten Krieger erwiesen sich als überaus schlagkräftig und zerlegten die anrückenden Horden mit erschreckender Geschwindigkeit. Hätte besser laufen können. Natürlich machte so ein Kampf auch hungrig. Doch glücklicherweise erschien kurz nach dem Zusammenstoß ein Transport, voll beladen mit Essen. Schnell ratterte es im bösartigen Hirn des hinterlistigen Bösen. Was wäre, wenn diesen Transporten ein Unglück auf dem Weg zur Stadt geschehen würde und die Stadt plötzlich ohne Nahrung dastünde? Heimtückisch kicherte es in sich hinein. Diese Holzstapel konnten vielleicht als Straßenblockade genutzt werden, wenn man sie mit ein paar beherzten Schlägen in Bewegung versetzt hatte. Das würde den Nahrungstransport noch einmal deutlich erschweren. Okay, dann hungern wir die Schweine aus. Ein genialer Plan. Oh, müssen wir das machen? Ich fühle mich noch ganz schlecht, weil wir Grimli getötet haben. Ich bin überrascht. Ich dachte, diese böse Tat würde endlich den guten Teil in mir auslöschen. Ich muss dich wohl noch eine Weile länger ertragen. Diese schizophrenen Monologe stören etwas. Sie hindern mich daran, noch viel mehr zu sagen. Nicht das Schlechteste, wenn ich die Rezensionen des letzten Teils so anschaue. Was? Wie kannst du es? Was für eine Frechheit. Darüber reden wir noch. Ja, gut, jetzt komme ich auch endlich mal zu Wort. Und zwar wollte ich sagen, ich habe jetzt hier vor schon Anno 1404 gestreamt, deswegen Maulgulasch. Und ich hoffe, ich kann es jetzt ein bisschen beheben und ein bisschen vernünftiger kommunizieren mit euch zusammen. Und ja, wir müssen uns also beeilen, denn wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Nahrungslieferung aufgehalten wird. In seiner grenzenlosen Genialität hatte das umsichtige Böse Talia ein paar Gobobots zur Verfügung gestellt, deren Kampfstärke sich als äußerst nützlich erweisen würde. Diese waren gerade... Ja, Moment, wo waren die eigentlich? Ja, die hätten mir angeblich gestern zugestellt werden sollen. Aber der Postbote hat mir nur einen Zettel am Dungeon-Eingang hinterlassen, dass er mich nicht angetroffen hat. Dabei war ich die ganze Zeit hier. Einmal mit Profis arbeiten. Einmal nur, ach bitteschön, einmal nur mit Profis arbeiten. Tief durchatmen, erinnere dich daran, was sie dir beigebracht haben. Du willst nicht schon wieder Elektroschocks bekommen. Gut, also. Das übellaunige Böse warf kurzerhand zwei Gobobots in den Dungeon. Dann machte es sich auf die Suche nach diesem Lieferboten und vermöbelte ihn nach Strich und Faden. Der Vorstoß der Armeen des gemeingefährlichen Bösen war den gefräßigen Helden von Burger's End nicht entgangen, als sie zwischen zwei Mahlzeiten einmal den Kopf hoben
Sofort schickten sie Späher und Kampftrupps in Richtung des Dungeons aus. Mit diesen verfressenen Schweinen werden wir doch spielend fertig. Wir könnten doch auch friedlich mit ihnen umgehen, oder? Das war ein hehrer Gedanke der guten Talia. Doch die Helden von Burgers End waren beim Essen nicht wählerisch. Und Dunkelelfenfinger galten als Delikatesse. Oh, widerlich. Okay, machen wir die Schweine platt. Gute Entscheidung. Oh, wir kriegen ordentlich auf die Mütze. Ich war wohl ein bisschen verfrüht mit dem Angriff. Verdammt. Ich hätte gedacht, das würde besser laufen. Mal gucken, was die Gobobots denn können. Das ist alles... das ist ein Reinfall. Ich hätte warten müssen. Verdammt nochmal. Gut, gut, gut. Wir machen den Hühnerstall erstmal ein bisschen größer. Dann werden wir die Schatzkammer ein bisschen ausweiten. Wir werden die Schatzkammer noch sehr viel größer machen. So, das wird die finale Schatzkammer von der Größe her verbunden hier mit den... Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Natürlich haben wir jetzt schon Feinde da. Wir haben jetzt gerade keine Truppen so wirklich am Start. Ändern wir mal eben. Wir müssen das Versteck natürlich auch noch vergrößern. Nein, das will ich da hinten nicht abbauen. Versteck. So, bauen wir aus. Am besten machen wir es nochmal einen Ticken größer. Unsere liebe Talia beleben wir mal wieder. Bist du auf jeden Fall die Nahrungslieferungen aufhalten. Wir sollten den Holzstapel dazu nutzen, um den Zugang nach Burgers End zu versperren. Ich weiß, aber jetzt gerade nicht möglich, nachdem wir jetzt so auf die Mütze bekommen haben. Wir müssen auf jeden Fall noch Gold wegbringen. Denn sonst können wir unsere Kreaturen nicht bezahlen. Das war ein bisschen ungeschickt von mir. Ich war ja zu übereifrig. Naja, wir kriegen es wieder hin. Na, okay, jetzt müssen wir erstmal allgemein auf Gold warten. Schnodderlinge bräuchten wir definitiv mehr. Naja, das kostet ja auch wiederum Gold. Das heißt warten. Auf Gold warten. Baukosten knapp 700. Na los, macht hinne. Sorgen wir dafür, dass sie ein bisschen schneller arbeiten. Ein bisschen engagierter. So, den Pfad hier müssen wir länger machen. Ich will das wieder so machen, dass ich halt meine Räumlichkeiten baue und alles drumherum dann nachher wegmache. So wie ich das auch bei Dungeon 2 schon gemacht hatte. Wir brauchen noch einen Goblin. Und dann will ich halt auch schauen, dass wir dann im Laufe der Zeit, wenn wir mehr Gold haben, mehr Schnodderlinge kriegen. Dieser Holzstapel nahe dem Zugang zur Stadt könnte sich als hervorragende Blockade erweisen. Schnell machte sich das langsame Böse daran, das auszunutzen. Habe ich eben versucht, aber dann habe ich übelst auf die Mütze bekommen und meine gesamten Einheiten waren Schrott. Deswegen will ich vielleicht jetzt mal ein bisschen behutsamer vorgehen. Stopp, machen wir hier den Zugang. Für den Raum. Dann haben wir nämlich die Werkstatt auch schon mal am Start. Aber wir brauchen auch mehr. Wie viel Gold können wir lagern? Oh, 6100, das ist ja schon richtig viel. Machen wir mehr Schnodderlinge.
mehr Kreaturen erforschen wäre auch sinnvoll. Jetzt heißt es wiederum mehr Gold. Und wir müssen gucken, dass wir noch ein, zwei Orks dazu holen. So, noch ein Ork dazu, bitte. Der erste Nahrungstransport machte sich auf in Richtung Burgers End. Natürlich würde das gut vorbereitete und überhaupt nicht überrumpelte Böse diesen gar niemals nicht ans Ziel kommen lassen. Wir versuchen es jetzt, und zwar von hier unten. Was ist? Wo ist der Stapel? Hier ist ein Vorposten, aber wo ist... Dieser Holzstapel nahe dem Zugang zur Stadt könnte sich als hervorragende Blockade erweisen. Schnell machte sich das langsame Böse daran, das auszunutzen. Hier war auf jeden Fall ein Lager. Aua! Aber wo ist denn jetzt dieser eine Stapel? Also klar, hier oben... sind jetzt andere. Hier ist ein Stapel, das wissen wir ja. Greif doch mal mit an. Nimm das, du mehr Kreaturen und verstärken können wir sie noch nicht. Dann halt nur mehr Kreaturen und Talia einmal verstärken. Ich bin die Königin des Bösen! Macht die blöde Barrikade platt. Und dann vor allem hier das Gebäude von denen. Los, platt machen. Was kann ich tun? Thanos muss sterben. Da ist das Essen von denen. Steht doch extra dran in Klammern langsam. Wir haben den Essenstransport aufgehalten. Ha, lass die Schweine hungern! Oh, das können wir vielleicht gerade noch so bekehren. Dann haben wir nämlich Bösartigkeit. Müssen wir auf jeden Fall auch schauen, dass wir unseren Dungeon erweitern. Dann bauen wir die Werkstatt. Muss recht groß es ist sein. Zahltag. Oh, wir toll. Sollten endlich ein paar Zahltag. Kreaturen losschicken, um diese Blockade auszunutzen. Das Bösartigkeit sammelnde Böse hatte, Bösartigkeit gesammelt. Verdammte Partizipien. Wie auch immer, es hatte alsbald die Möglichkeit, Gobobots zu erforschen, um diese in Zukunft selbst seinen Reihen hinzufügen zu können. Diese recht hilfreiche Forschung würde alle gewöhnlichen Goblins mit einem Mech ausstatten und so ihre Kampfkraft massiv erhöhen. Und Feinde sind im Dungeon. Und wir haben noch nicht wirklich Verteidigung. Einfach nochmal ein paar Orks. Und wir haben kein Gold, verdammt nochmal. Wir sind gerade ein bisschen wehrlos. Weil wir so vieles auf einmal machen müssen hier. Unsere Einheiten sind wieder da. Los, jetzt haut sie mal um da. Sind natürlich auch alle angeschlagen. Na, ganz toll. Ich hoffe, wenn wir das jetzt hier mal abgebaut haben, dass wir ein bisschen mehr Gold am Mann haben und natürlich hier lassen wir sie dann weiter buddeln. Dass das insgesamt dann dadurch schneller geht. Hühner haben wir 20 Spinnen da. Haben sich im Untergrund breit gemacht. Das fehlt ja jetzt noch. Spinnen. Na los, Angriff. Die hauen einfach ab. Die anderen sind ja nicht tot, oder? Die sind ja nur... Na doch, die sind alle tot. Super.
Der steht nicht mehr auf. Dieser ja, unsere auch nicht. Nahe dem Zugang zur Stadt könnte sich als hervorragende Blockade erweisen. Schnell machte sich das langsame Böse daran, das auszunutzen. Ja, das hat uns ja alles nicht so gut getroffen. Mist. Hier machen wir dann nochmal eine Schatzkammer hin und dann, wie gesagt, lassen wir die jetzt mal die Arbeit erledigen. Ich nehme mal das ganze Gold mit. Damit die Schnodderlinge das nicht machen müssen. Ah, stopp. Du kannst da machen. Was ist das? Produktionsbonus. Normal. Die Kreatur arbeitet schneller. Aber Schnodderling zählt das ja nicht. Also geben wir das dem mal. Der Produktive. Gut, wir müssen das Versteck nochmal final aufwerten. Das dürfte dann reichen, definitiv für die Ork-Einheiten. Und unsere Armee, naja, die ist wirklich sehr dürftig und auch sehr angeschlagen. Machen wir die mal ein bisschen stärker, die Horde. Und wir brauchen dringend Nager, damit wir auch geheilt werden können. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Und da holen wir auch mal direkt zwei Stück. Fünf Orks. Das sollte dann hoffentlich reichen. Damit wir hier mal vorankommen. Der nächste Transport kommt jetzt gleich. Diese Riesenschildkröte hier. Wir sollten den Holzstapel dazu nutzen, um den Zugang nach Burgers End zu versperren. Ah, ich weiß, aber einfacher gesagt als getan. Was haben wir hier? Bonuskritischer Treffer verbessert. Würde ich ganz gerne auch einem Ort geben. Und zwar hier Brocknack. Und alle Einheiten an die Oberfläche. Wir müssen uns beeilen. Damit wir die Barrikade da beseitigen können, beziehungsweise überhaupt erstellen können, die Barrikade. Späher berichteten dem straßenräuberischen Bösen von einem weiteren Transport nach Burgers End. Ja, jetzt wäre natürlich der Stapel da ganz praktisch, den wir aber leider nicht geschafft haben. Zumindest nicht beim ersten Anlauf. Wenn wir jetzt erstmal schauen, dass wir die Ladung abfangen. Ich glaube, das ist sinnvoller. Lass wir uns mal eben hier pausieren und warten ab. Währenddessen können wir jetzt hier den Raum planen. Wir müssen ja jetzt hier die Gerätschaften machen, um die Kisten herzustellen. Zwei reichen erstmal. Wir haben auch nur 9 Schnodderlinge. Den Essenstransport aufgehalten. Ha, lass die Schweine hungern. Wir müssen auf jeden Fall noch mehr Schnodderlinge haben. Und hier wollte ich noch eine Schatzkammer hinbauen. So, dann sollte unser Goldproblem hoffentlich gelöst sein. Wir sollten den Holzstapel dazu nutzen, um den Zugang nach Burgers End zu versperren. Ja, machen wir jetzt. Kommen wir auch irgendwie andersrum? Nee, dann gehen wir den bekannten Weg erstmal, um das hier zu sichern. Und Feinde kommen in unseren Dungeon. Na super. Können wir unsere Anzahl erhöhen? Damit wir nicht alle wieder hochschicken müssen. 500 Gold müssen. Es sind Feinde warten. In eurem Dungeon. Tja, was machen wir jetzt? Angreifen? Ja, komm. Nein, ich wollte nicht alle wegschicken. Adia, du musst leider zurück zum Dungeon. Du musst sie aufhalten. So gut du eben kannst.
Jetzt sollte das hier auch endlich mal funktionieren. Ein Euer Dungeon-Herz wird angegriffen. Jetzt haben wir auch genug Gold, dann können wir das doch mal eben aufwerten. Mehr Kreaturen, nochmal ein Goblin und noch 300 Gold für ein Ork. So. Dann sind wir nicht ganz so wehrlos. Naja. So viel bringen sie so auch nicht, verdammt. Ihr kämpft euch währenddessen vor und macht hier mal eben den Holzstab runter. Das hinterhalte planende Böse hatte die Blockade ausgenutzt und dadurch den Zugang der Nahrungsmitteltransporte nach Burgers End deutlich eingeschränkt. Damit sollte es ein Kinderspiel sein, die Stadt auszuhungern. Sehr gut. Schlagen wir die Fresssäcke da, wo es ihnen wehtut. Bei den Weichteilen? Bei ihren Mägen. Bei ihren Mägen. Oh, Leute, komm. Ich das nicht hin. Das hat ja auch noch mal ein bisschen stärker. Energie wird stärker. Können wir bitte damit aufhören, Talia sterben zu lassen? Ich meine, sie wiederzubeleben ist jetzt nicht schwierig, aber ihre Frisur wieder so hinzuföhnen, treibt die Stromrechnung wirklich in astronomische Höhen. Ich würde gerne Talia auch nicht die ganze Zeit sterben lassen, aber leider haben wir nicht dementsprechend. Da bin ich wieder. So, Talia lebt wieder, die Räumlichkeiten stehen so allmählich, 10 Kisten haben wir am Start. Das sieht schon mal besser aus. Ein Weg ist blockiert. Ich würde sagen, wir können weiterziehen und versuchen, mehr Chaos anzurichten. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge von Dungeons 3 in 2 Tagen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bin raus. Sag bis dahin. Tschüss.